Einen schönen guten Abend an alle Freundinnen und so weiter da draußen. Mein Name ist Jason, ihr seid bei Schöner Glauben und ich freue mich, das ist die letzte Folge für dieses Jahr. Ein spannendes Jahr liegt da hinter uns und ich freue mich, dass Chris Krebs heute da ist. Hallo Chris. Hallo Jason. Ja, letzte Folge, vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast. Vielleicht. Sehr, sehr gern. Ja, das ist. Ich freue mich mega sehr, dass ich hier sein darf. Bin sehr gespannt. Beim Podcast ist das ja immer so eine Sache, dass man im Grunde eigentlich gegen eine Wand spricht oder vor so ein Kameragedöns und dann ja eigentlich mit wenig Menschen da interagiert, die dahinter sind. Du bist aber eine, die immer wieder auch so für, weiß nicht, Kommentare oder so in der Online-Welt warst du dabei und das ist eine der wenigen Personen tatsächlich, mit der ich über meinen eigenen Podcast reden kann. Das ist sehr, sehr cool. Vielen Dank dafür. Also ja. Ja, das freut mich. Ich freue mich auch sehr, dass es dich hier in die Frankfurter Ecke verschlagen hat. Genau. Ja. Und ich tue jetzt einfach so, als würde man im Café sitzen. Ja, so sieht, das ist der Plan. Das ist der Plan, ganz genau. Ja. So, wir kennen uns über die Subzone. Ja. Du hast bei meinem Umzug geholfen und dein Mann auch. Das ist sehr hilfreich gewesen. Vielen Dank dafür. Aber du bist da, weil du etwas über systemisches Denken und so weiter beizutragen hast und weil dich das interessiert und du da Profi drin bist. Für diejenigen, die dich aber nicht kennen, kannst du mal kurz erklären, wer bist du, was machst du? Ja, okay. Also ich bin die Christine Krebs, in Christenkreisen nur Chris, keine Ahnung, nein, bei Freunden Chris. Genau, ich bin systemische Beraterin. Das heißt, ich bin Sozialarbeiterin vom Grundstudium her auf Diplom und habe dazu noch eigentlich sogar zwei Weiterbildungen in systemischer Beratung gemacht. Einmal vor über 10 Jahren parallel zu meinem Studium und jetzt mit Abschluss Anfang diesen Jahres nochmal zum Auffrischen und dann auch wirklich den Schein in der Hand haben. Ja, ich glaube, über systemisches Denken reden wir heute noch ganz viel. Das erkläre ich jetzt noch nicht, was das ist. Genau, ich bin Sozialarbeiterin und arbeite jetzt seit 1,5 Jahren in der Erziehungsberatung. Das heißt, ich berate Familien, aber meistens sind es die Eltern, teilweise Jugendliche, zum Leben mit Kindern oder zum Leben mit Eltern und habe vorher 11 Jahre in einer Tagesgruppe als teilstationäre Erziehungshilfemaßnahme gearbeitet. Ja. Wir starten mal direkt mit der ersten Kategorie. Ich bin so gespannt. Vermutlich. Das Internet hat abgestimmt, beziehungsweise hat ein paar Vermutungen über dich geäußert. Und zwar, die erste Vermutung ist, Chris schläft lieber in einer Hängematte im Wald als im Hotel in der Großstadt. Oh, ich würde es so gerne. Ich nehme es mir seit Jahren vor, in der Hängematte im Wald zu schlafen, aber ich habe Angst vor Wildschwein und mir wird schnell kalt. Das hat mich bis jetzt davon abgehalten. Und vielleicht noch eine Person, die es mit mir zusammen machen würde. Aber ich hatte schon eine ausgeliehen für letztes Jahr und ich habe es dann irgendwie doch nicht gemacht. Und auf jeden Fall lieber Wald als Großstadt. Ja. Okay. Genau. Ja. Also lag auf jeden Fall richtig. Dann zweite Vermutung. Chris ist Künstlerin. Ah. Den Titel will ich mir nicht geben, aber ich male gern, drücke mich so aus. Ja, ich weiß nicht, ob man sich den Titel Künstlerin geben darf. Aber ich wäre gern eine. Ja. Es gibt noch so einiges in meinem Leben, was ich noch nicht gemacht habe, aber es ist jetzt so auf der To-Do-Liste. Hängematte im Wald, Künstlerin sein. Ja. On es, the way. Gibt ein Bild, ja, genau. Ja. Sie mag Menschen. Meistens. Nee, wirklich tatsächlich sehr viele. Also man muss schon ein extrem, keine Ahnung, was man sein muss, dass ich nicht doch irgendwie denke, doch die Person kann man doch irgendwie mögen. Ja, extremes Arschloch sein, also, sollte ich nicht sagen. Ja. Du bist auch eine der Menschen, die, kann ich mal direkt sagen, die mir hier so den Start in der Frankfurter Gegend einfach gemacht haben. Also
kann ich nur, wir waren ja zusammen auch in einem Hauskreis und so, also ja, definitiv, sehr cool. Vielen Dank auch dafür. War nicht uneigennützig. Ich habe dich hier eingeladen, auch in diese Serie, in der es um Zerrissenheit geht. Mhm. Und ich stelle meinen Gästen, Gästinnen immer die Frage, inwiefern erlebst du eine Zerrissenheit im Bezug auf Glaube und Kirche? Und damit würde ich gerne bei dir auch starten. Mhm. Ja, ich habe da schon jetzt im Vorfeld drüber nachgedacht und es ist auf so verschiedenen Ebenen. Also man kann die Frage ja so auf so einer Makroebene angucken, wo sehe ich in Kirche und Glaube Zerrissenheit? Da sehe ich viel. Also ich glaube, viele Gläubige fühlen sich nicht wohl in Kirche, was auch alles Kirche ist, also ne, von den großen konfessionellen Kirchen bis hin zu in ihren persönlichen Ortsgemeinden oder halt Freikirchen, wo man eine gigantische Auswahl hat, ohne von einem großen System abhängig zu sein. Da sehe ich viel Zerrissenheit. In den Großkirchen natürlich wegen den ganzen Skandalen, in den Freikirchen inzwischen auch. Da beobachte ich viel. Ich selber habe eine lange Geschichte mit Glaube und Zerrissenheit. Ich bin atheistisch groß geworden. Meine Eltern sind nicht gläubig. Bin aber in einem sehr frommen Dorf aufgewachsen und dann so mit 12 ins die Christenwelt rein marschiert, nicht geschlittert. Das war nicht viel Zufall dabei. Bin da sehr bewusst reingegangen. Meine Eltern haben sich damals getrennt und das war für mich ein Ort von Sicherheit und Orientierung. Ja, so und dann, ich habe gerade jetzt die Tage meine alten Tagebücher rausgeholt und da drin lese ich, wie ich von Anfang an aber so eine Zerrissenheit gespürt habe zwischen dem, was wird da erzählt, was ich glauben sollte oder wie ich sein sollte als Christ und wie ist das in meinem echten Leben. Und das hatte so ganz verschiedene Phasen, bis ich dann selber mal halt die Subsonde zeitlang mitgeleitet habe. Und dann aber gemerkt habe, so irgendwie bricht gerade alles zusammen. Mein Gottesbild vor allem, das passt nicht mehr zum Leben. Und dann habe ich mich sehr distanziert, durch so einen Dekonstruktionsprozess gegangen, würde ich sagen. Und inzwischen nähere ich mich wieder an was Neues, an ein neues Bild von Gott und Gemeinde oder Gemeinschaft oder schauen wir mal. Ja. Und wie lange ist das ungefähr her? Also, oder wie lange steckst du in diesem Prozess oder stecktest? Jetzt dieser Dekonstruktionsprozess, ich will jetzt nicht lügen, aber also so akut war es, glaube ich, 2013, 14, zum Jahresübergang, da hatte ich eine Art Burnout, hat mit dem ganzen Leben zu tun, aber auch viel mit meinem Gottesbild und wie ich Glaube gelebt habe. Und das war für mich so ein Cut. Da hatte ich dann auch richtig Angst vor Gott oder davor, ihm zu vertrauen. Das war ziemlich von 130 auf 10 runtergebremst oder so. Okay. Und das war sehr, sehr hart. Und war ein komplexer Prozess. Aber das war ein ziemlicher Einschnitt. Und dann viel Prozess dahinter in den letzten Jahren, ja inzwischen viele Jahre, du meine Güte, ja. Ja. Das sind fast 10 Jahre dann. Ja, ich habe es auch gerade erschreckt festgestellt. Ja. Aber es kommt. Wir werden älter. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du nachher noch mal ein paar Bezüge aufmachen, wenn das passt. Aber vielleicht springen wir mal ein bisschen und gehen direkt dann noch in das systemische Denken. Okay. Du hast irgendwann mal so einen Blogpost bei dir auf Instagram gemacht und da hast du so ein bisschen erklärt, was systemisches Denken für dich ist. Ich glaube, ich krieg's aber gar nicht mehr hin. Ja, ich weiß das sicher auch nicht mehr. Keine Ahnung, was ich da geschrieben habe. Ja, aber probier mal. Wie würdest du systemisches Denken, wie würdest du das erklären? Vielleicht, ich überlege nochmal, vielleicht komme ich auch noch dahin, was du damals geschrieben hast. Aber ich habe mir auch noch mal ein paar Notizen gemacht. Moment. Wo fange ich da an? Denn also systemisches Denken beinhaltet quasi auch über sich selbst, dass man es schwer definieren kann, weil es geht darum, dass man halt nicht Dinge objektiv definieren kann, sondern okay, im System gedacht, alle
alles, was lebendig ist, ist in Systeme eingebunden, funktioniert im System. Dieses System ist selbsterhaltend. Das ist noch ein wichtiger Punkt. Also jedes System entwickelt so seine Muster, die es am Leben erhalten. Seine Regeln, seine Abläufe, die dafür sorgen, dass es stabil bleibt. Und die können halt auch für Teile des Systems destruktiv sein. Also vielleicht sogar schädlich sein. Aber das System wird am Leben erhalten. Ich habe mich halt eben als Sozialarbeiterin viel mit Familie oder Gesellschaft als System beschäftigt. Das ist mein Schwerpunkt. Daran lässt sich es aber auch ganz gut erklären. Also ein Beobachter, zum Beispiel ich als Beraterin, könnte mir jetzt hernehmen, da kommen zwei Eltern zu mir und dann sage ich, ihr kommt aber nicht alleine. Ihr bringt euer System mit, in dem ihr steckt. Das sind eure Kinder, das sind aber auch eure Eltern, das sind eure Nachbarn, die Lehrer und also wer halt alles irgendwie Einfluss darauf hat oder da mitschwingt. Und die werden dann halt mit einbezogen. Und man ist sich halt als Systemiker bewusst, dass man diese Systemgrenzen selber definiert. Also es gibt keine wahre Aussage darüber, was dieses System ist. Am besten definiert sich selber aus sich heraus. Ich kann darüber eine Aussage geben, aber ich kann als Beobachter entscheide ich für mich, wo ich die Grenzen setze und wo ich einen Unterschied von innen und außen mache zum Beispiel. Ja, geht das schon in eine Richtung, die es verständlich macht? Ich glaube schon. Ja. Ich weiß auch wieder, was du damals geschrieben hast. Sehr gut. Du hast damals sinngemäß geschrieben, dass für Beratungsprozesse, dass es da entscheidend ist, dass man ein Problem nicht als Problem sieht, sondern als Lösung in einem System, so ungefähr. Ja, genau. Das knüpft an das, was ich gerade über die Selbsterhaltung gesagt habe. Mhm. Also jedes Verhalten hat einen Sinn, hat einen guten Grund innerhalb des Systems. Und auch wenn man das von außen betrachtet oder vielleicht auch innerhalb des Systems als total verstörend und nervend oder verletzend wahrnimmt und bewertet, wird es einen guten Grund geben. Also was ich, das Kind schreit so laut, weil die Eltern ihm halt sonst nicht zuhören. Und alle sind immer, warum schreit der immer, warum macht der, zieht er so die Aufmerksamkeit auf sich, ja, weil er sonst nicht gesehen wird. Das wäre so ein klassisches Beispiel. Genau. So ein bisschen klischee-mäßig. Ja. Und sehr verkürzt. Sehr verkürzt, okay. Wie würdest du sagen, also ich meine, wir können jetzt viel dann wahrscheinlich gleich auch noch grundsätzlich dann über systemisches Denken und so weiter da reingehen, aber vielleicht lass uns mal direkt die Brücke zum Glauben machen. Okay. Also systemisches Denken, wenn das stimmt, dann würde das ja bedeuten, dass Gemeinde, Christen oder vielleicht sogar auch Glaube auch irgendwo eine Rolle spielt im System oder eine Funktion hat. Ja. Wie würdest du das beschreiben? Ja, auf welche Ebene wollen wir gehen, Jason? Wollen wir schauen, welche Funktion hat Kirche im globalen Gesellschaftsentwicklung? Welche Funktion hat eine Kirche in einer Ortsgemeinschaft? Ich glaube, spannend. Zum Beispiel, man kann da so von ganz oben drauf gucken oder ganz weit reinzoomen, was bedeutet Glaube im Leben einer einzelnen Person? Ich glaube, spannend wäre es, das runter auf eine einzelne Person. Ich glaube, es gibt viele Menschen, oder ich fange mal so an. Ich bin in der Corona-Zeit, bin ich eine Zeit lang stark involviert gewesen in diesem Aussteigernetzwerk, was es gerade gibt. Mhm. Und viele der Geschichten, die ich da gehört habe, haben anklingen lassen, boah, es wäre super, wenn da irgendjemand Professionelles drauf gucken kann, aber vielfach in der Therapie, die wissen überhaupt gar nicht, was Freikirche ist. So, und da also diese Idee, oder das Bedürfnis, professionell auf so einen Prozess drauf zu gucken, was passiert eigentlich, wenn sich Glaube verändert? Ja, also ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass in der Fachsprache, dass man gar nicht von Dekonstruktion spricht, also jetzt Psychologie oder so, sondern dass da stärker die Formulierung Veränderung einer religiösen Orientierung
Das, also ich okay, meine, es ist immer spannend. Welcher Diskurs ist ja auch egal, aber da stecken Menschen drin. Ja, genau. Ich finde Dekonstruktion finde ich so super passend. Ich mag den auch, ja. Ja, so als Betroffene sozusagen. Ja, aber die formelle Bezeichnung, die ist ja auch stimmig. Genau. Ja, und die Frage wäre, also wenn jetzt jemand in so einem Dekonstruktionsprozess drin steckt, wie würdest du jetzt als Beraterin da erstmal drauf gucken, aus einer systemischen Perspektive? Ja, ich würde mit der Person gemeinsam erforschen, ein bisschen, wo kommt sie her, aber vor allem, wo will sie hin? Was hindert sie gerade daran, da drin zu bleiben? Was waren da Störfaktoren? Woran merkt sie, dass es stört? Oder woran merkt sie, dass es sie woanders hinzieht? Was bedeutet das für Veränderungen in ihrem Leben? Und das sind ja oft sehr dramatische Veränderungen, dass man halt vertraute Systeme verlässt und nicht unbedingt direkt neue hat, die die ersetzen können. Also Systeme im Sinne von Freundeskreise, von Versorgungssystem, da ist der Begriff wieder. Was wäre ein Versorgungssystem? Dass man Leute hat, du hast zum Beispiel, dass wir dir beim Umzug geholfen haben, der Kontakt war da, dass man Leute hat, die man anrufen kann, wenn es einem schlecht geht, dass man Unterstützer hat, was weiß ich, Babysitter für die Kinder. Das meine ich in dem Fall mit Versorgungssystem. Wenn es doof läuft, sind in der Gemeinde aber auch dein Hausarzt, dein Bankmitarbeiter und noch irgendjemand wichtig ist, und dann würde es auch die Bereiche treffen, also die Lehrer deiner Kinder oder so. Und es kann je nachdem, wie stark man da vernetzt ist. Also zum Beispiel bei mir zu Hause, ich komme halt von einem erzgebirgischen Dorf. Wenn man da aus der Gemeinde aussteigt und dort leben bleibt, verändert sich sehr, sehr viel. Ja, jetzt hier in der Stadt ist es nicht ganz so relevant, aber ich merke es selber ja auch. Also als ich mich so von Glaube distanziert habe und jetzt auch eine Zeit lang in den letzten Jahren weniger in Gottesdiensten war, hat mir einfach richtig viel gefehlt, haben mir Leute gefehlt, zum Glück oder Gott sei Dank oder weil ich es gut gehandhabt habe, sind viele meiner christlichen Freunde, die sehe ich nicht nur in Gemeinde, sondern halt auch außerhalb. Da war das der Fall nicht ganz so hart. Außerdem ist die Sapson so cool und ich gehe da auch wieder freiwillig hin. Aber da muss man sich, glaube ich, echt gut drum kümmern, als jemand, der sich von was verabschiedet. Man verabschiedet sich ja nicht nur von den Glaubensbildern oder von dem, was man glaubt, worauf man sein Vertrauen setzt, sondern es ist halt auch eingebettet in ein soziales Gefüge. Mhm. Gibt es da weitere Funktionen oder also außer jetzt diese soziale Unterstützungsgruppe, siehst du da noch andere Aspekte? Sicherlich, also auf jeden Fall auch Wertesystem, Orientierung. Also in Gemeinde wird ja sehr viel darüber gesprochen, wie wollen wir leben, was ist uns wichtig, worin wollen wir unsere Zeit investieren oder weniger wird gefragt, wie wollen wir, sondern so sollte man, je nach Gemeindeprägung. Mir ging das ganz krass, ich komme aus einem pietistischen Hintergrund, also ich bin mit 12, 13 dann zur Landeskirche und landeskirchliche Gemeinschaft vom Gnadauer Verband dazugekommen. Und das war ganz klar, da sagt dir die Bibel, wie du zu leben hast, wie du deine Beziehung lebst, was dir wichtig ist im Leben, wo du deine Zeit rein investierst. Und wenn du die Bibel noch nicht selber lesen kannst und deuten kannst, dann sagen dir das die Prediger oder die Jugendkreisleiter oder so. Und dass ich dann irgendwann gerafft habe, auch weil ich das Dorf verlassen habe, zum FSJ und zum Studium gegangen bin, dass es das alleine nicht ist, sondern dass es da noch andere Arten zu denken und zu glauben und zu leben gibt, das war schon spektakulär für mich, muss ich sagen. Ja, genau, da hat auch tatsächlich die systemisch-konstruktivistische, das muss ich gleich noch erklären, Ausbildung mit so beigetragen. Und zwar gibt es eine
Philosophie, ist eigentlich eine Erkenntnistheorie, das nennt sich Konstruktivismus. Und das ist ein ganz prägender Faktor im systemischen Denken. Und ich war irgendwann in der Vorlesung und da hat der Dozent halt gesagt, ja, alles, was ihr wahrnehmt, was wir als Menschen wahrnehmen, das sind nur Konstruktionen, individuelle, total subjektive Konstruktionen. Und es gibt Leute, das sind radikale Konstruktivisten, die zweifeln quasi die Existenz von allem an oder sagen, das sollte angezweifelt werden, denn wir können uns nicht sicher sein. Und ich weiß noch, wie ich in der Vorlesung den Dozenten, der später mein Weiterbildungsleiter wurde, quasi fast angeschrien habe, das kann doch nicht dein Ernst sein, dass du sagst, dieser Baum da draußen, den wir alle sehen, dass es den nicht gibt. Und ich weiß noch, wie innerlich wirklich das Herz in die Hose gerutscht ist, weil ich dachte, das könnte auch auf Gott zutreffen. Ach du Scheiße. So, weil den zweifeln ja viele an. Und den habe ich auch irgendwie mein ganzes Christsein über immer wieder gefragt, boah, was, wenn es den doch nicht gibt und wenn das irgendwie alles anders ist. Ja, aber da so, das war so echt der Funke, der mich dann aber, weil ich dann auch Satz zu Ende, der Funke, der mich so ins Nachdenken gebracht hat, es ist nicht schwarz-weiß, es gibt kein wahr und falsch. Ich bin jetzt keine radikale Konstruktivistin, die jetzt sagt, die ganze Existenz ist anzuzweifeln und vielleicht sind wir nur das Konstrukt eines rosa Hasen im Universum, der sich irgendwas aus dem Zylinder zieht oder so. So weit würde ich nicht gehen. Aber ich glaube definitiv nicht mehr an eine subjektive Wahrheit. Sondern eine objektive. Eine objektive Wahrheit. Ja. Mhm. Und selbst subjektive Wahrheiten sind einer ständigen Veränderung unterworfen, eben nach dem, was ich für mein System erhalt gerade brauche. Kann es halt sein, dass ich meine Werte und auch Wahrnehmungen verändere und anpasse. Und ja, das nennt sich dann übrigens sozialer Konstruktivismus, dass man zusammen mit seinem Umfeld sich Wahrheiten definiert, mit denen man dann halt gut leben kann. Also wir einigen uns alle drauf, das Ding da draußen ist ein Baum. So, und wir können uns auch darauf einigen, die Farbe ungefähr so als braun-grün zu beschreiben und die Blätter sind dann meistens klargrün und so. Aber ich finde, da wird es auch ganz deutlich, zum Beispiel bei Farben, ne? Das sind individuelle Konstruktionen und jeder hat da ein bisschen eine andere Wahrnehmung für und das kann man auf sehr viel übertragen. Ja, oder erweitern, diesen Gedanken. Ich würde direkt da anknüpfen mit der nächsten Kategorie. Oh. Irgendwo gelesen. So, ich habe tatsächlich bei mir in BookBeat habe ich eine Lektüre gerade gelesen. In den letzten Wochen, die was mit systemischer Beratung zu tun hat. Und zwar was ist bei das BookBeat? Ja, egal. Erzähl. Ja, ich kriege keine Werbung dafür. BookBeat ist quasi eine Alternative zu Audible, also Hörbücher. Okay. Aber man kann auch Bücher lesen. Ja. Und da habe ich Folgendes gelesen, beziehungsweise vielleicht gebe ich erstmal noch mal ein bisschen Kontext. Winfried Palmowski ist eben auch, ich glaube, Psychologe, hat im Kohlhammer Verlag dann ein Buch geschrieben über systemische Beratung. Und da geht es eben auch um diese Idee, dass die Wahrheit konstruiert wird. Und er macht es so, er sagt, also angenommen, da kommt jetzt in die Beratung jemand und sagt, ich glaube, ich bin, was weiß ich hier, wie heißen diese Esoteriker. Mhm. Also angenommen, da kommt ein esoterisch geprägter Mensch und sagt, ich glaube, dass meine Kinder in der Schule nicht neben einem Krebs sitzen sollten, also Sternzeichen Krebs, weil das ist eben schwierig. So, und dann sagt Winfried Palmowski, es gibt eben gesetzte Theorien, nennt er das, und es gibt eben innerhalb von diesen Theorien gibt es eben Entscheidungsspielräume. Ja. Und dann erstmal ein etwas sehr kryptischer Satz. Wahrheit kann es immer nur innerhalb des Rahmens einer Theorie geben. Mhm. Eine entscheidbare Frage wird immer innerhalb eines Rahmens entschieden, der die mögliche und jeweils richtige Antwort vorgibt. Ja. Also, ich würde sagen, in dem Satz wäre jetzt eben dieser Theorierahmen
wäre sozusagen das esoterische Weltbild mit Sternzeichen, also sozusagen dieser Wahrheitssatz oder dieser Glaubenssatz, Sternzeichen haben einen Einfluss auf mein Leben. Und innerhalb von diesem Rahmen gibt es dann aber jeweils richtige oder nicht richtige Entscheidungen, die man fällen kann. Also sitzt mein Sohn jetzt neben einem Krebs oder nicht? Ja, genau. Als Systemikerin würde ich sagen, stimmige Entscheidungen. Mhm. Genau. Die sind stimmig, die sind gerade dienlich in dem Kontext, die machen für mich Sinn. Ja. Genau. Magst du das nochmal ein bisschen erklären, was das mit dem Wahrheitsverständnis macht? Das mit dem stimmig? Oder? Also wie siehst du als Systemikerin im systemischen Denken, wie siehst du Wahrheit? Ja, also ich glaube, das ist eher dann die Konstruktivistin in mir, die Wahrheit steht quasi immer auf dem Prüfstand. Wahrheit ist immer eine Momentaufnahme, ist meine momentane Erkenntnis von wie ich als Beobachterin das hätte ich fast Fakten gesagt. Die Daten, die mir zur Verfügung stehen, das, was ich beobachtet habe, das, wie sich das mit meinem bisherigen Wissen vernetzt, wie ich das einschätze und bewerte. Und oft weiß ich jetzt nicht, das wäre ja eine statistische Aussage. Meine Behauptung wäre jetzt, dass wir Dinge dann als wahr definieren, wenn sie für mich stimmig sind und Sinn machen, wenn sie zu dem passen, was ich schon kenne oder irgendwie Sinn ergeben und so eine neue Erkenntnis irgendwie kommt. Wo ich dann so, boah, krass, mit dem Gedanken kann ich jetzt ja weitergehen. Macht ja das und das, was bis jetzt irgendwie noch so luftleer im Raum stand, wird plötzlich vernetzt und macht Sinn. Weißt du, was ich meine? So, also ich glaube, das ist, glaube ich, noch nicht ganz klar. Also wer bist du in der Fall? Also angenommen, da würde jetzt wirklich jemand ich zu dir als Wahrheitssuchende sozusagen, als Individuum. Genau, jetzt nicht in der speziellen Rolle, sondern jeder. Ja. Ich als Beispiel von jeder. Ja. Wenn jetzt da jemand zu dir in die Beratung käme und hätte eben wirklich große Bedenken, dass wenn ein Widder neben dem eigenen Kind sitzt, wo ich jetzt sagen würde, Bullshit? Ja. Welche Haltung, also ist es dann wirklich so, dass du dann da sagst, ja gut, das ist eben seine Wahrheit? Oh, also es würde mir schon sehr schwer fallen. Ganz ehrlich, es würde mir schwer fallen. Aber ich würde auch neugierig werden. Mhm. Das ist auch eine gute Eigenschaft für systemisches Denken, neugierig sein und verstehen wollen, warum das der Person so wichtig ist. Also wie kommt die da drauf, was ist ihre Geschichte, dass sie eben diesem Glaubenssatz folgt, in diesem System sich verortet und denkt, wo es halt Sinn macht, dass, keine Ahnung, Jungfrauen eben nicht neben Krebse sitzen oder so. Und ich würde mir erklären lassen, was es für einen Unterschied machen würde, welches Sternzeichen besser wäre und warum. Und dann würde ich vermutlich dazu anregen, weil es ja in dem gesamtgesellschaftlichen System, wie ich es kenne, nicht so üblich ist, dass es ein Grund ist, den Lehrer verstehen, warum man Kinder umsetzt, mal zu fragen, wie wichtig ist das denn und welche Handlungsalternativen gibt es. Systemisches Denken sucht auch immer nach Möglichkeiten, nach mehr Möglichkeiten, nach Handlungsspielräumen, für die man sich entscheiden kann, macht einen Blick weit für Möglichkeiten. Ja. Genau. Also ich würde schauen, warum ist dir das so wichtig und welche Alternativen gäbe es, die stimmig sind für Systemschule in dem Fall und warum, was macht das, auch zu schauen, was macht das für dein Kind, auch einen Perspektivwechsel reinzubringen. Also du als Mutter mit deiner Konstruktion meinetwegen, für dich ist es ganz klar, die können nicht nebeneinander sitzen, aber was bedeutet das für dein Kind? Also mal die Mutter dazu anzuregen, was macht das für dein Kind? Ja, kann man dann zirkuläre Fragen stellen. Was würde dein Mann sagen, was dein Kind sagt, wie es ihm mit der Idee geht, sich umzusetzen und das irgendwie zu eskalieren in Schule? Weil das Kind hat vielleicht ganz andere Werte. Das möchte vielleicht neben dem Krebs sitzen, weil das die besseren Pokémon-Karten hat oder so. Hm. Also da können wieder andere Werte eine Rolle spielen. Hm. Ja. Jetzt stelle ich mir aber vor, was passiert, wenn sich so ein Theorierahmen, so ein Weltbild, wenn sich das verändert? Und das wäre dann eben so die Dekonstruktionsschiene. Also angenommen, da käme ich jetzt zu dir in die Beratung und würde erzählen, pass auf, Dekonstruktion, alles schwierig. Wie könnte in der systemischen Beratung
da so ein Prozess aussehen? Ja, genau. Ich glaube, ich würde genau das machen. Erstmal tief durchatmen mit der Person zusammen und ein bisschen Druck rausnehmen, ein bisschen verlangsamen und nach Ressourcensuche gehen. Also die Person kommt ja mit einem Leidensdruck, sonst würde sie nicht in Beratung gehen. Da sind gerade Dinge am Zerbrechen, glaube ich. Das denke ich ja zum Beispiel, und das mache ich mir dann halt bewusst. Aus meiner Erfahrung weiß ich, Zerbruch und Trauerprozesse könnten ein Thema sein. Mhm. Und ich würde anfangen zu fragen, halt nach der Bedeutung. Also was bringt dich in Beratung? Was macht es gerade schwierig für dich im Leben? Und wo willst du hin? Was soll sich verändern? Was suchst du? Was brauchst du? Und dann zu schauen, was von dem ist schon da oder was im Netzwerk gibt es, was in diese Richtung gehen könnte. Also gibt es zum Beispiel alte Schulfreunde oder so, die man jetzt connecten könnte, um Freundschaften aufzubauen, wenn einem beispielsweise christliche Freunde gerade ausgrenzen, weil man plötzlich seltsame Sachen glaubt. Mhm. Das wäre jetzt ein Beispiel. Genau, also verlangsamen, schauen, wo soll es hingehen, was ist so eine Zukunftsidee, was soll sich verändern, und dann zu schauen, wo steht man jetzt, was hat man im Moment für Ressourcen, um in diese Richtung zu gehen. Mhm. Das wäre so spontan mein Ansatz. Wir haben noch zwei Stichworte. Wir haben ja vor ein paar Wochen mal in einem Café zusammengesessen und auch mal über systemisches Denken geredet. Und da waren zwei Stichworte, die mir da noch im Kopf waren, die ich super spannend fand. Das eine war Narration und das andere Verflüssigung. Magst du das nochmal kurz deine Gedanken dazu einbringen? Genau, die muss ich jetzt ein bisschen rauskramen. Im Café war das so aus dem Kontext raus, stimmig. Aber bei Narration, da erinnere ich mich jetzt dran, dass das mir da, glaube ich, auch aus meiner eigenen Erfahrung raus auch darum ging, zu schauen, wie erzähle ich meine Geschichte. Also erzähle ich die sehr mit einer Problemsicht und zähle halt auf, was alles scheiße war und schiefgelaufen ist und schwierig ist. Oder schaffe ich es auch, was heilsam wäre und versöhnlich, rückblickend Punkte zu identifizieren, die Sinn machen. Also bei mir ist es eben zum Beispiel zu sagen, ich bin da zwar in diese fundamentalistischen Kreise gekommen, die mir einige Lebenserfahrungen schwer gemacht haben, aber es hat mir damals halt auch Orientierung und Stabilität gegeben in der Zeit, als meine Familie sich stark verändert hat und mir das Angst gemacht hat. Hm. Genau, und das würde ich mit Narration, also wie erzähle ich meine Geschichte, wie nehme ich die wahr, wo lege ich da die Schwerpunkte? Jetzt weiß ich den Satzanfang nicht mehr. Ja. Narration, wie erzähle ich? Genau. Okay. Ich kenne es aus der Geschichtswissenschaft so. Mhm. Als Geschichtslehrer, warum macht man Geschichte? Geschichte macht man deswegen, weil über das Erzählen von Geschichte und damit auch das Beantworten der Frage, wo komme ich her? Dadurch entsteht Identität. Ja, genau. Und ich habe das Gefühl, dass Geschichtswissenschaft ist das sehr, sehr abstrakt, sehr, sehr weit weg. Und da in der systemischen Beratung kommt man ja viel, viel näher dran, habe ich das Gefühl, an diesem Prozess des Geschichtenerzählens. Ob du da noch was zu sagen möchtest? Ja, also das ist genau das, was in Beratung stattfindet. Ne? Ich lasse mir von den Leuten erzählen, wie sie sich selbst und ihr System wahrnehmen und schau mit ihnen halt, was gibt es da neben dem, was sie direkt so sagen, noch für andere Aspekte, die vielleicht so ein bisschen blinde Flecken geworden sind, wo es vielleicht auch gut war, nicht hinzugucken oder wo es jetzt gut wäre, mal hinzugucken, eben um das Blickfeld zu erweitern und neue Möglichkeiten zu finden. Und das mit der, dass sich Identifikation darüber ergibt, ist also schon wie ich, du hast mich gefragt, wer bin ich? Ich soll mich mal vorstellen. Hm. Und da habe ich gesagt, ich bin Sozialarbeiterin und systemische Beraterin.
Vor ein paar Jahren hätte ich dir noch was anderes gesagt. Ich weiß noch, wie ich am Anfang meines Studiums habe ich mich darüber definiert, dass ich Scheidungskind bin. Da war mir das ganz oben auf. Und Gott sei Dank kamen da noch ein paar Kompetenzen dazu, sodass ich mich jetzt systemische Beraterin nenne und nicht mehr Scheidungskind. Ja. Aber ich hätte mich damals auch schon Künstlerin nennen können. Also auch damals habe ich schon gezeichnet. Traue ich mich jetzt noch nicht, aber das wäre damals auch eine Möglichkeit gewesen. Aber es hat wohl damals keinen Sinn gemacht, das so zu tun. Ja. Ja. Ich glaube, für viele Menschen ist das ja gerade so eine Sache, weil Glaube ein sehr starkes Tool ist, um die eigene Geschichte zu erzählen. Ja, das ist ja auch super stimmig, weil Glaube ja so viele Lebensbereiche durchdringt und umfasst, dass es, also wenn man es zulässt, ne, wenn man das möchte, kann man da ja eben die gesamte Identität drauf bauen. Also man ist Kind Gottes, man ist gerettet, man ist aber auch Sünderin, man hat einen Missionsauftrag und das sind ja alles super identitätsstiftende Komponenten. Ja. Siehst du irgendwelche Dinge, wo du sagst, da kann man einen guten Umgang finden, wenn man in diesem Prozess drinsteckt, sich die eigene Geschichte neu zu erzählen? Also gibt es da irgendwas, was hilfreich ist? Ich glaube, es ist wichtig zu schauen, mit welcher Motivation hat man sich für was entschieden, um sich bewusst zu machen, dass auch wenn es sich vielleicht nicht so anfühlt, es irgendwie doch immer eigene selbstbestimmte Entscheidungen waren. Vielleicht hatte man nicht immer die Ressourcen, sich anders zu entscheiden. Falls es vielleicht keine Alternativen gab oder weil man nicht stabil und in einer Weise stark genug war, um in Widerstand zu gehen. Aber dann hatte man halt den guten Grund, es nicht zu eskalieren, um sich dafür zu entscheiden, dem zu folgen, was da gepredigt wird oder so. Macht das Sinn? Ich denke schon, ja. Ja, okay. Ja. Ist das schon? Ja, ich weiß nicht. Erzähl gerne weiter, wenn du noch Genau, Dinge ich habe ehrlich gesagt zu. gerade ein bisschen die Frage verloren Also im die Sinne Frage ist, ihren. Ja. inwiefern gibt es da Dinge, die du hilfreich findest, wenn es Ah darum ja. geht, die eigene Geschichte neu zu erzählen? Ja, genau. Also ich glaube, das Stichwort Selbstwirksamkeit ist mir da wichtig. Also sich bewusst zu machen, dass man selbstwirksam ist. Und ich finde das eben gerade, also nach meiner Erfahrung als Christin, weil man da, oder ich habe so viel Verantwortung an Gott abgegeben. Also ich habe bei Gott meine Berufung gesucht, ich habe bei Gott meine Identität gesucht, ich habe mit Gott jahrelang durchgekaut, ob meine Partnerschaft richtig ist, so sein soll oder nicht, und immer so die Verantwortung abgegeben. Aber so hat sich's nicht angefühlt. Aber unterbewusst war es so. Verstehe. Genau. Ich dachte, ich folge da als brave Christin, folge ich halt dem Ruf und will nah am Herzen Gottes sein und seinen Weg für mich erkennen und so Dinge. Aber unterbewusst, was mich als Person psychologisch ausmacht, war, ich hatte einfach Angst, selber Entscheidungen zu treffen, weil ich von meinen, boah, vielleicht hören es meine Eltern mal, aber weil ich für meine Eltern vielleicht jetzt nicht so sehr mitbekommen habe, nach meinen eigenen Bedürfnissen zu gucken. Und danach zu entscheiden, was für mich gut und richtig stimmig ist. Sondern ich habe halt nach einer Stimme von außen gesucht, die mir sagt, was für mich gut und stimmig und der Weg ist. Ja, genau. Aber jetzt als Systemikerin und mit viel Abstand muss ich eingestehen, dass ich die Entscheidung selber getroffen habe, aus damals guten Gründen, und dass ich jetzt gerade fähig bin, Entscheidungen selber zu treffen, selber zu entscheiden, will ich in der Beziehung sein, ja oder nein. Und ich dafür nicht den Auftrag Gottes brauche, in die eine oder andere Richtung zu gehen. Ja, Finde und ich extrem das da, spannend, den Punkt. ja. Vielleicht können wir da nochmal nachhaken, weil ich glaube, dass eine Sache ja die ist, dass
ich zumindest bei mir selber auch diesen Prozess kenne, dann zu fragen, was haben eigentlich andere mir in meiner Glaubensreise angetan, so ungefähr. Ja, genau. Und so eine Schuldfrage, ne? Ja, genau. Der hat das ja eigentlich verbockt. Ja, genau. Ja. Ja. So, aber so wie ich das bei dir raushöre, ist das dann auch Teil des Prozesses oder kann es Teil des Prozesses sein, da einen anderen Blick drauf zu werfen? Ja, und ich kann jetzt halt nur von mir reden. Mhm. Mir tut das gerade gut. Tat das gut, jetzt in den letzten Jahren festzustellen, ich kann nicht mein Leben lang drumherum heulen, dass meine Gemeindestrukturen so eng waren und dass sich da Autoritäten immer durchgesetzt haben. Ich kann anerkennen, dass mir das für eine Zeit lang wichtig war, die zu haben, weil sie halt Strukturorientierung gegeben haben. Und dass es derzeit auch Sinn gemacht hat, sich da irgendwie anzupassen. Aber ich kann da auch rauswachsen und jetzt Verantwortung für meine Entscheidungen übernehmen. Und und daran glaube ich auch, dass Menschen mit ihren Erfahrungen wachsen. Also das ist, dass man schon irgendwie mit Lebenserfahrung auch immer ein Stück weiser wird oder so. Ich habe kurz gezögert, weil es gibt ja auch so Biografien, die wo es schwerer wird, wo dann irgendwie psychische Erkrankungen dazukommen, Süchte oder andere Krankheiten. Da weiß ich nicht, ob es da dann vielleicht auch Ausnahmen und Grenzen gibt. Aber vielleicht auch nicht. Also vielleicht auch gerade die Person, weil die die größeren Lebenslektionen vielleicht mitnehmen als die Menschen mit einer recht geradlinigen Biografie. Hast du noch bitte zu ergänzen? Sonst frag ruhig weiter. Okay, ja. Dann wäre für mich tatsächlich dieses Verflüssigen nochmal spannend. Also dieses... Ja. Hast du da nochmal Stichpunkte zu aus unserem Gespräch? Stichpunkte, also Verflüssigen war für mich, also ich weiß noch, du hast das, glaube ich, in deiner Ausbildung anders gelernt, als ich in meiner. So, ich habe gelernt, Verflüssigung, das ist dieser Prozess im Beratungs, in der Beratung, wo keine Handlungsmöglichkeiten gesehen werden und man deswegen so stuck ist. Und dann aber durch verschiedene Methoden und durch Arbeiten dann irgendwann sich diese Enge oder diese Auswegslosigkeit verflüchtigt hin zu neuen Möglichkeiten. Ja, ja, ja. Ja, das ist ganz zentral. Ich habe es jetzt nicht so unter dem Stichpunkt verflüssigen auf dem Schirm, nannte man wahrscheinlich bei uns im Institut anders. Das wird sich halt so mit Möglichkeiten und Ressourcen orientiert arbeiten, das darin wiedererkennen. Und der Idee, die fand ich ganz süß, gibt so eine Methode, die heißt Tetralemma, also von Dilemma, wenn man in einem Dilemma steckt, halt so stuck zwischen zwei Entscheidungen und irgendwie kann man so 50-50, wie komme ich da raus? Dann zum Beispiel schon mal zu denken, im Tetralemma, es gibt mindestens 4, wenn nicht sogar 5 Möglichkeiten. Hm. Und das ist eine Methode, die hat mir mal sehr geholfen, die finde ich super. Also es gibt die eine, also das eine, wofür man sich entscheiden kann, das andere, von beiden etwas, nichts von beiden und dann noch ganz was anderes. Hm. Also schon bei nichts von beiden ist man schon ziemlich weit gekommen, wenn man es schafft, darüber nachzudenken und dann kann man sogar nochmal ganz was anderes. Also ja. Und gut angeleitet ist das so. Ja. War das bei mir zumindest sehr mindblowing. Und so kommt man halt von so einem Stuck in so einem Dilemma auf ganz neue Ideen und Kombinationsmöglichkeiten von Ressourcen. Ja. Oder auch einfach halt die Ressourcenfrage. Man kann aufs Netzwerk gucken. Also wen habe ich an meiner Seite? Wer ist eng dran, aber wer ist vielleicht auch weiter weg, könnte jetzt aber hilfreich sein und den könnte ich wieder aktivieren. Den brauche ich nochmal anrufen oder irgendwie eine Nachricht schreiben. Von Freundeskreis, Familie, professionelles Netzwerk, also berufliches Netzwerk, professionelle Helfer. Da gibt's. Also ich habe es wirklich in der Beratung bis jetzt nur so erlebt. Es gibt immer noch Möglichkeiten, die man im Moment halt nicht sieht, weil sonst hätte man ja auch kein Problem. Mhm. Ja, genau. Aber ja. Es ist.
Also das hört sich so simpel an, aber ich finde, das ist eine der kraftvollsten Sachen bei dieser Beratung. Ich weiß nicht, ob du, wie du das so siehst, aber ich habe es bei mir selber, als ich selber in der Beratung war, aber auch wo ich bei Beratungsprozessen mit dabei war, es ist unfassbar spannend zu sehen, wie das einen Menschen irgendwo, weiß nicht, beleben kann. Ja, in Bewegung bringen, dachte ich jetzt, wo es wieder zum Verflüssigen passt, ne? Aber auch lebendig, ja, auch auf jeden Fall lebendig machen, neue Freiheiten vielleicht, also neue Räume erschließen lässt. Mhm. Und es sind teilweise halt, das ist das Schöne, es sind halt nie komplett neue Räume. Also es geht nicht darum, sich jetzt auf einen ganz neuen Weg zu machen und was ganz Neues auszuprobieren, sondern man geht immer den nächsten kleinen Schritt. Mhm. Und der ist ja immer noch nah an dem dran, was man schon kennt. Also es braucht meistens, es ist nicht der große Wurf, den man machen muss, sondern es gibt immer so den nächsten kleinen Schritt und es ist halt meistens irgendwie nochmal eine Information einholen, Kontakt zu einer schon vertrauten Person aufnehmen oder wenn man sich halt den Kontakt noch nicht traut, nochmal mit jemandem besprechen, wie man das tun könnte oder keine Ahnung. Es sind meistens Kleinigkeiten, die der nächste Schritt sind und die Kleinigkeiten machen dann halt einen Unterschied und so ein schönes systemischer Spruch, der Unterschied, der den Unterschied macht. Und damit verflüssigt sich so. Das ist so der, wird so eine Lawine losgetreten, die kann groß sein und es reicht aber manchmal, wenn es ganz klein ist. Ja, oder wie in einem Mobile, so Systeme lassen sich auch schön mit Mobiles vergleichen. Ne? Es gibt so Abhängigkeiten voneinander. Mhm. Wenn sich an dem einen was verändert, bewegt sich halt alles auch mit. Ja. Passt für mich total gut so mit dieser Prozesstheologie-Welt sich zusammen. Ich glaube, ich glaube auch. Alles ist miteinander verbunden. Mhm. Ja, deswegen höre ich dir auch so gerne zu und bin so froh, den Kontakt zu haben, weil das so dem halt passt, wo ich unterwegs bin. Auf jeden bin. Fall. Ja. Du hast deine Ausbildung abgeschlossen, du arbeitest jetzt in dem Bereich und du hast Dekonstruktion selber auch erlebt. Was würdest du sagen, was hast du denn durch deine Ausbildung selber über deinen Glauben neu gelernt oder wie hat sich da das Ganze neu dargestellt für dich? Ja, dass es okay ist, dass es kein Schwarz-Weiß gibt. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Das ist ein nicht erreichbarer Anspruch wäre, hier die Wahrheit zu finden oder Gott zu erkennen oder irgendwas. Das glaube ich, ist ein Glaubenssatz, ist uns hier nicht gegeben. Wenn wir nach dem Tod damit überrascht werden und dann plötzlich hier uns alles wie Schuppen von den Augen fällt und meinetwegen bin ich offen für. Hm. Aber ich darf jetzt glauben, dass ich in einem Prozess bin, dass ich Dinge verändern dürfen und dass daran nicht die Welt untergeht, dass da kein Blitz vom Himmel kommt, dass da das Leben weitergeht und gelingen kann, auch wenn ich nicht immer exakt den geraden Pfad treffe. Ich darf Umwege nehmen. Vielleicht sind es auch gar keine Umwege, weil es nicht das eine Ziel gibt. Ich darf mein Leben leben, Schritt für Schritt. Ich glaube immer noch, dass das Göttliche da ist, aber ich glaube nicht mehr, dass es ich glaube, dass ich dem überall begegnen kann. Und ich glaube, das ist mir wichtig geworden. Ich habe es nie geschafft, Gott aus meinem Denken zu streichen. Der hat sich immer wieder reingesneakt, meistens durch Naturerfahrungen. Sternenhimmel ist bei mir, da komme ich nicht drum rum. Die Hängematte. Die Hängematte im Wald oder irgendwie auf dem Berg stehen und die Größe sehen oder was ich auch sehr gerne mache, ist mir Blätter oder in so einen Baum reingucken und so feststellen, boah, das ist irgendwie so ein eigenes Universum und man kann halt bis in die Gene hinein, ist es so komplex, dass ich einfach nicht glauben kann, dass das zufällig entstanden ist, also gibt es irgendwie was Göttliches, was für Leben sorgt. Und dann will ich halt glauben, dass das auch liebevoll ist und dann freue ich mich, dass ich dem überall begegnen kann. Ja. Wenn das okay ist, ich würde gerne nochmal an zwei Stellen nachhaken. Ich merke, dass mir hängt noch hinter das, was du erzählt hast aus dieser einen Seminarsitzung,
mit dem Dozenten, der eben erklärt hat, radikaler Konstruktivismus, alle Wahrheit ist Konstrukt. Und dass das für dich die Frage aufgeworfen hat, ist Gott vielleicht auch ein Konstrukt? Wie bist du da weitergegangen oder wie stehst du heute dazu, zu dieser Ja, Frage? ich glaube, es hat gar nicht die Frage aufgeworfen, sondern die Frage hat sich mir schon immer gestellt. Das finde ich jetzt in meinen alten Tagebüchern wieder, dass ich mir schon immer die Frage gestellt habe, boah, ist das stimmig? Ist das, ich hänge da jetzt drin und ich will das glauben und ich will da drin irgendwie funktionieren, aber boah, es kommen ja schon immer wieder Zweifel. Und da habe ich halt festgestellt, dass es okay ist, das zu hinterfragen. Weil Menschen im Zweifel halt die Existenz dieses fucking Baumes vorm Fenster bereit sind zu hinterfragen. Und natürlich kann ich dann mein Gottesbild hinterfragen. Das, was mir in meinem erzgebirgischen Dorf beigebracht wurde und sich von dem unterscheidet, was ich dann in Frankfurt kennengelernt habe, zwischendrin in einer charismatischen Gemeinde, was sich von dem unterscheidet, was Muslime glauben von dem, was Hindus und Buddhisten und irgendwelche Volks-, also Naturvölker oder so glauben und wo ich auch nie glauben konnte, dass der christliche Weg der einzig wahre ist und die anderen keine Chance haben, Gott zu finden. So, also den Zweifel konnte ich, so wie ich jetzt irgendwie Gott nicht komplett verlieren kann, habe ich auch diesen Zweifel selbst in meinen Hochchristenzeiten nie verlieren können, dass jeder dem Göttlichen begegnen kann und dass man dafür nicht die Bibel braucht. Weil das ist ja einfach sau unfair. Ja, genau. So, und dann habe ich gedacht, okay, dann darf ich das aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Kann ich mich auf den Weg machen und selber einfach ein bisschen lockerer werden und nicht so Angst haben müssen, immer direkt vom Weg abzukommen, wenn ich mal was Neues erfahre. Ja. Und dann bin ich mutiger geworden. Dann habe ich mich zum Beispiel mit einem krassen Esoteriker angefreundet. Und habe mit dem jahrelang dreimal die Woche Salsa getanzt und über unsere Weltsichten philosophiert. Und habe mich das getraut. So, innerlich war lange noch die Stimme, was der erzählt. Also begegnest du hier nicht direkt Satan in Person sozusagen. Aber die Stimme wurde kleiner und ich habe immer mehr festgestellt, dass das, was wir beschreiben, doch sehr viele Überschneidungen hat und nur unterschiedliche Wörter. Also ob ich jetzt von Energien rede oder Heiliger Geist oder Kraft Gottes oder so, das gibt schon große Überschneidungen. Ja. Es hört sich so ein bisschen an, als ob, also als systemische Beraterin oder wenn man einmal so in diesem systemischen Denken drin ist, ist es dann auch so, dass man, ja, muss ja so sein, dass man dann eigentlich diese unterschiedlichen Theorien, so wie Palmowski das nennt, da muss man sich ja erstmal reindenken. Ja, also ich muss erstmal zuhören, muss erstmal lernen, für den jeweiligen Menschen, was ist denn überhaupt deine Weltsicht? Ja. So, und dann eben zu sagen, ja, ich muss gar nicht deine Weltsicht gegen meine Weltsicht ausspielen, sondern erstmal zu gucken, okay, das ist jetzt erstmal das, mit dem du operierst, das ist deine Wahrheit, Ja, genau. das ist dein Rahmen und innerhalb dieses Rahmens triffst du eben Entscheidungen und es wird Genau. irgendwo dadurch, also diese Entscheidung, ist dein Weltbild richtig oder meins, die wird gar nicht geführt, sondern es wird Die einfach wird gar nicht geguckt, gestellt. Ja. Genau. wie. Das hat nur Grenzen in meiner Funktion als Beraterin, wenn irgendwie Leib und Leben in Gefahr kommen. Also wenn mir jetzt irgendjemand erzählen würde, es ist völlig okay, kleine Jungs zu vergewaltigen, weil die haben ja Spaß dran oder so, das ist meine Wahrheit und die zeigen das ja auch, würde ich trotzdem das Jugendamt anrufen und sagen, hier, schau da mal nach, der hat da Ideen, die Kindern schaden. So, aber da ist die Grenze, wo es jemandem wehtut. Und alles, ich glaube, ich wäre schon so weit, dass ich sagen würde, ich stelle jetzt mal was von mir zur Verfügung, aber schau, was du damit machst. Ich habe den Eindruck, das und das, das hemmt dich oder das schadet dir, das könnte auch jemand anderen schaden oder so. Aber ich stelle dir nur diese Idee zur Verfügung. Ich bin da nicht in der Verantwortung. Dafür zu sorgen, dass sich das ändert. Außer halt, ich muss jemanden schützen.
Ja, und damit muss ich teilweise leben. Es fällt mir ehrlich gesagt oft sehr schwer. Wer mich kennt, weiß, ich rede auch gerne ins Leben anderer Leute rein. Ja, aber der gut abstinent sein können, ist so ein schönes Wort. Abstinent von der eigenen Meinung sein können, die schaffen es wirklich sehr neugierig und empathisch, sich die Welt des anderen zu erklären zu lassen. Man muss die gar nicht unbedingt verstehen. Na, man muss das nicht nachvollziehen können. Das ist eigentlich eher besser, viele Fragen dazu zu haben, die andere Person dann dazu anregen, selber drüber nachzudenken und zu explorieren, was ist stimmig für mich und was darf vielleicht sich auch verändern oder sollte sich verändern, weil es irgendwo doch angefangen hat zu haken im Leben. Das ist jetzt aber eigentlich eine Sicht, die in vielen oder vielleicht sogar in sehr vielen christlichen Settings eher schwierig ist. Oh ja. Also im Christentum ist Gesetz, was weiß ich, je nachdem welche Couleur, entweder ist die Bibel ist die absolute Wahrheit oder Gott ist die absolute Wahrheit oder das Lehramt, je nachdem in welcher Richtung da man gerade ist. Also Religion hat eigentlich nicht dieses Setting, dass man sehr konstruktivistisch an Wahrheit rangeht. Und da auch die Frage, also siehst du da aus systemischer Sicht irgendwie eine Möglichkeit, das Ganze irgendwie mit dem Christentum in Verbindung zu bringen Ja, ich oder dachte das zu gerade, lösen? vielleicht kann man das auch hinterfragen. Ich denke, es ist eine Kulturfrage. Also es gibt ja auch Religionen, wo es die Kultur ist, eben im Diskurs zu sein und sich auszutauschen und eher eine Diskussions- oder eine Diskurskultur zu haben, anstatt es gibt eine Leitung und die definiert, was wahr und falsch ist. Das ist für mich eine Frage von letztlich Kommunikationskultur. Ja. So, Also jetzt habe ich gerade schon. das, was Ja, mir da einfallen würde. genau, da weiß ich leider nicht genug drüber, aber das Klischee ist mir mal begegnet. Ja, Ja, es gibt im Judentum gibt es ja dauernd diese so eine Art Parabeln. Und da gibt es eine Parabel, wo sich zwei Rabbiner über irgendeine Bibelstelle unterhalten und dann sich darüber streiten und irgendwann kommt Gott dazu und sagt ihnen, boah, ich kann es mir nicht mehr anhören. Ich sage euch jetzt, was die richtige ist. Und dann drehen sie um. Wer hat dich denn gefragt? Du hast einmal geredet, jetzt ist es unsere Sache, das auszudiskutieren. Du hast da hier kein Mitspracherecht. Super witzig. Aber ja, das dazu, genau. Genau, ja, das ist ganz nice. Ja. Wir machen noch eine neue Kategorie. Okay. Meme der Woche. So, das Was ist es geworden? hast du schon gesehen, was es geworden ist? Ja, ich habe mit abgestimmt. Also, nicht abgestimmt, aber häufig stimme ich auch ab. Es ist Folgendes geworden. Eine junge Frau, die sagt, Stop deconstructing. Und diese Frau soll darstellen die evangelikalen Leader, also Leiter, innen. Und dann gibt es, ich weiß gar nicht, wer dieser Schauspieler ist, aber er guckt ziemlich grimmig und dann steht da Me und er sagt, I'm going to deconstruct even harder. Also jetzt werde ich noch mehr dekonstruieren, noch viel härter. Hast du Gedanken dazu? Erstens habe ich mich darin erstmal wiedererkannt und mich dann gleich zurückgepfiffen, weil ich großes Glück hatte, dass unser Gemeindeleiter, hallo ja, Marco Jeske, also unser Pastor, in meiner harten Dekonstruktionszeit sehr viel Raum gegeben hat für Dekonstruktion und Fragen und Zweifel und Trauern und so. Da war ich sehr gesegnet mit. Doch, da ist für mich der Begriff sehr stimmig. Ja, und der zweite Gedanke war, ja, wenn mir ein Leiter sagt, hier, hör auf, was zu tun, dann schreit es aus mir, ich dekonstruiere jetzt erstmal deinen Leitungsanspruch, den du hier über mich hast und sag hier, du sagst mir bitte nicht, wie ich zu denken habe. Da fängt der Fehler ja schon an. Ja. Und da denke ich direkt in falsch und richtig. Ist es denn so, gibt es irgendwie Dekonstruktion, die zu hart ist? Oder also der sagt ja eben, jetzt werde ich noch mehr. Muss man sich da anstrengen? Oder wie erlebst du das?
Womit anstrengen? Ich verstehe die Frage nicht. Dekonstruieren. Den Glauben irgendwie zu überprüfen. Du meinst, ob man das sollte? Naja, ob man sich also, da anstrengen sollte, oder? Er sagt ja in diesem Meme, jetzt werde ich es umso stärker machen. Ach so. Ja, nee, das ist ein bisschen eine trotzige. Ich glaube, das ist eine trotzige Reaktion. Das ist mehr dieses Trotzige. Ja, genau. Also wie gesagt, so auf dieser kommunikativen Kulturgeschichte macht es in so einem Fall, würde ich sagen, ja, ich würde die Person anfangen und sagen, ja, dekonstruiere diese Leitungskultur. Aber aus even harder, so aus Trotz, ach, weiß nicht, vielleicht ist es auch eine Energie. Vielleicht ist es auch eine Energie, die einen voranbringt und anfangen, das zu studieren, anfangen, das sich auf die Suche zu machen, nach anderen Arten mit der Bibel umzugehen oder sich halt neue Weltsichten zu suchen, über die man dann sprachfähig wird. Who knows? Nein, so ist es. Muss nicht nur irgendwie kindlicher Trotz und damit irgendwie blöd sein, sondern es kann auch sehr viel Schwung reinbringen. Ich versuche echt rauszufinden, was das bei mir war. Ich glaube, ein Teil war, ich bin sehr schnell dazu gekommen, dass ich angefangen habe zu sagen, ich will beide Seiten oder möglichst viele Seiten kennenlernen. Und dazu gehörte zum Beispiel dann auch zu sagen, für mich so als Leitprinzip, ich lehne eine Position nicht ab, bevor ich nicht die besten Leute gelesen habe, die dazu was zu sagen haben. Ja. Ich glaube, ich ziehe es nicht ganz durch, also bei Verschwörungstheorien und so, da ja, Alter, du steckst Bock, schon viel Energie rein. Ja, es ist ja tatsächlich, ich habe ja, früher habe ich an einer evangelikalen Hochschule oder in einem evangelikalen Institut habe ich angefangen zu studieren. Das war auch so ein Fernstudium und die haben mir eben nur so evangelikales Zeug zu lesen gegeben. Da habe ich gesagt, nee, reicht mir nicht. Ich will eben auch sehen, was schreiben die in der Uni-Theologie dazu. Und das war anstrengend. Also anstrengend deswegen, weil ich gemerkt habe, also das ist dann hart geworden, weil ich gemerkt habe, das sind einfach zwei Diskurse, die überhaupt gar nicht übereinander zu kriegen sind. Also da Ich glaube, ich glaube, würde auch damals so hinterfragen, ist so, für wen oder was tust du das dann noch? Also wenn das einen so selber an Grenzen bringt, dann würde ich mal fragen, mach mal kurz Stopp und schau mal kurz, was motiviert dich. Willst du dagegen jemanden gewinnen oder ist es, damit du selber noch wächst? So, ich glaube, also, für mich war das gar nicht so sehr, dass ich gemerkt habe, das macht mich selber fertig. Also ich erlebe ganz, ganz viele, die dann irgendwie merken, boah, das stürzt die in eine Krise. Mich hat das ja alles immer vor allen Dingen interessiert. Aber ich habe gemerkt, dass mich das häufig wütend gemacht hat, wenn ich gemerkt habe, da ist irgendwie so ein evangelikaler Diskurs, da reden Leute und nehmen überhaupt nicht wahr, was es ansonsten noch an Dingen gibt, die da zu sagen sind. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, ist ja auch ein paar Jahre her, aber ich weiß, das hat mich damals echt sehr, sehr genervt. Und ich wollte den Dingen damals auf den Grund gehen. Ich glaube, ich war einfach grundneugierig. Ja, war ich super. Zum Rebell, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, und das, weißt du, und da bin ich so dankbar für, dass du irgendwie diese Rebellionsenergie genommen hast ins Studieren und jetzt ins Podcast wieder vervielfältigen, was du da alles liest und lernst und machst, weil davon profitiere ich zum Beispiel enorm. Ich habe nicht so Bock, das alles zu lesen, aber ich freue mich sehr, von Leuten wie dir davon zu hören, dass es noch andere Möglichkeiten gibt, Spiritualität zu leben oder sogar Bibel zu verstehen. Ja. Sehr erleichternd. Ja. Ja. Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, Verbissenheit habe ich bei mir zumindest nicht so wahrgenommen, aber vielleicht trotzdem eine Hartnäckigkeit. Ja, aber ich fand es nie schlimm. Also offensichtlich. Ja, also spürt man dir ja auch total ab, dass du da einfach Freude dran hast, dich so tief reinzuknien. Ich finde es faszinierend. Das hätte ich nicht, aber jeder hat so sein Steckenpferd. Ne? Ja. Ich habe noch ein paar Fragen aus der Community. Nice. Da mache ich mal die nächste Kategorie auf. Nachgefragt. Muss ich mal gerade gucken hier.
Wo ist sie denn? Eure Fragen. Da. Danny ist gespannt auf die Folge. Hallo Danny, falls du das hier Danny. Hörst. Genau. Lass uns wissen, ob sich die Spannung ausgezahlt hat. Ja, genau. Ja. Sehr gut. Dann, Christina hat eine coole Frage gestellt. Und zwar, wie schwer oder leicht fällt es dir, alte Glaubensstrukturen abzulegen oder loszulassen? Ja, die Frage geht an mich, ne? Ja. Ach, inzwischen immer leichter. Jetzt habe ich ja festgestellt, irgendwie habe ich da 15 Jahre mit rumgemacht. In echt. Also sehr viele Jahre ist es mir sau schwer gefallen, hat sich alles in mir gewehrt, Dinge loszulassen, die ich aber schon angefangen habe zu hinterfragen, ob die stimmig sind und ob die so passen. Purity Culture. Großes Thema. Aber auch anderes. Was sind deine Learnings? Bezogen auf Freiheit. Freiheit. Ja, aber auch die ist schwer. Aber auch Freiheit leben ist, braucht auch Rahmen. Aber den kann man sich halt selber setzen und der ist mit den Leuten zu klären, die es betrifft und sonst mit niemandem. Ja, genau. Das ist mein Learning. Genau. Und dass da Bedürfnisse sehr unterschiedlich sind. Ja. Und alles einen Platz haben sollte und kommuniziert gehört. Ja. Es ist mir ewig super schwer gefallen. Jetzt hat es sich verflüssigt. Ich gebe mir dein Wort, das mag ich jetzt. Ja, das mag ich sehr, Die letzten Jahre hat es sich verflüssigt, weil ich Ersatz gefunden habe. Also ich stand eine Weile still, weil ich gemerkt habe, so geht's nicht mehr, aber ich weiß auch nicht, wie anders. Und so langsam seit, weiß nicht, anderthalb Jahren oder so vielleicht, die letzten Monate immer schneller, kriege ich neue Ideen von, wie es doch gehen kann und wie ich doch noch ein bisschen was rüber retten kann in die Zukunft von meinen christlichen Wurzeln. Ja. Und genau, und das ist vielleicht bei mir wichtig gewesen, dass ich irgendwann so ziemlich am Tiefpunkt, wo gerade noch so göttliche Existenz da war, da habe ich mir halt vier Begriffe festgelegt. Liebe, Freiheit, Kreativität und Eierkuchen. Nee, ich vergesse mal den vierten Punkt. Lebendigkeit. Dass das irgendwie so meine Grundwerte sind, die ich aus meiner Christenzeit, die ich irgendwie von Jesus und Gott und Schöpfungsgeschichte oder so mitnehme. Und dass das mir wichtige Werte sind, mit denen ich weitergehen will. Und darauf baut jetzt so, wird langsam aufgebaut. Und langsam. Ich habe Geduld gelernt. Ja. Also gelernt vielleicht noch nicht. Geduld erfahren. Ja. Bin dabei, sie zu lernen. Wie würdest du heute erklären, was du glaubst? Oh Gott. Das hat mich heute tatsächlich jemand gefragt, was ich glaube. Ich finde es super schwer. Also ich habe so ein paar Andeutungen ja gemacht. Ich komme nicht drum weg, an was Göttliches zu glauben, was irgendwie für Lebendigkeit sorgt. Und ich hoffe und will glauben, dass das liebevoll, irgendwie eine liebevolle Intention hat. Und da hört es auch langsam auf. Also und alles andere ist... Wie sagt man, ist noch mit sehr dünnem Bleistift geschrieben. Ja, ich glaube schon, dass sie so in der Menschheitsgeschichte, aber eben echt nicht nur in der Bibel aufgeschriebenen Gottesbegegnungen, dass es die gab und dass die dokumentiert wurden, dass sie sich halt in Kulturen und Religionen ausdrücken und irgendwie menschlich greifbar gemacht wurden. Und da gibt es viel zu lernen und zu erfahren und das ist halt riesig. Das ist so riesig und das finde ich schön und inzwischen macht es mir auch keine Angst mehr, weil ich halt nicht mehr so die Angst habe, irgendwo runterfallen zu können, irgendwo verloren gehen zu können oder so, sondern ich glaube halt, dass mir das Göttliche irgendwie überall da ist, dass ich ihm überall begegnen kann. So. Also, ja. Ich habe
eine Vermutung. Du kannst gerne darauf reagieren und sagen, wie du das siehst. Ich höre daraus, wenige Dinge sind wirklich sehr, sehr klar. Ja. Aber dafür ist das Erleben ist sehr, sehr viel positiver oder sehr viel gelassener. Gelassener, ja. Ich erlebe, also von dem, was du sagst, es scheinen sehr viele positive Attribute zu sein. Ja, es ist halt auch einfach der Unterschied. Mir wurde beigebracht, ich finde Gott in der Bibel. Mhm. Und so ziemlich das war's. Also ich habe in meinen Tagebüchern jetzt gefunden, dass mir dazu geraten wurde, nicht so sehr auf meine Gefühle zu achten. Die sind trügerisch. Mhm. Und inzwischen finde ich Gott in einem schönen Platz, in einem Sonnenaufgang, in einem inspirierenden Text, in einer schönen, liebevoll wohlwollenden Begegnung mit theoretisch jeder Person, in einem Lächeln an der Ampel aneinander vorbeigehen. Das sind in so tiefschürfenden Gesprächen. Also Gott kann mir, oder das Göttliche, was auch immer, wer auch immer, wie auch immer, kann mir überall begegnen. Und ich muss da nicht so Angst vor haben, das zu verpassen oder auf falsche Stimmen zu hören. Ich habe halt so mein Wertemaßstab mit eben lebensfördernd, liebend, woran ich messe, wovon ich mich prägen lassen will und was nicht. Genau. Und das macht es wesentlich schöner, ja. Macht es wesentlich leichter. Ja. Kann ich total gut hören. Eine Formulierung, die ich im letzten Jahr gelernt habe und die ich sehr schön finde. ich dachte, du hast die erfunden. Nein, das habe ich. Das ist doch dein Signature. Stefan, ja. Stefan hat das tatsächlich, ein Kommilitone von mir. Mitstudierender aus Kassel, der hat das häufig gesagt. Ich finde die Formulierung so gut, die habe ich einfach geklaut. Ohne zu fragen, aber. Ja, sie gefällt mir kann er jetzt irgendwo anfechten. Nein, das hast du ja die Quelle genannt. Jetzt, Der ist Jurist. Oh, gefährliches Eis. Worauf lässt du dich da ein? Ja. Genau. Ah ja, cool. Ey. Das war mir ein Fest. Vielen Dank, dass du dabei warst und deine Gedanken und deine Geschichte geteilt hast. Ja, ich freue mich jetzt sogar noch mehr danach als vorher, dass ich dabei sein darf. Es hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Es war ein bisschen wie im Café, auch wenn du hier nur so klein vor mir bist. Ja, sehr schön. Ja, vielen Dank. Auf jeden Fall. Sehr gut. Dann habt eine gute Weihnachtszeit. Wir sehen uns, denke ich, irgendwann nächstes Jahr dann. Genau, und, bis nächstes Jahr in der Sapsorn. Und ich finde, Die Sapsorn ist eine Einhorngemeinde, wie du sie dir neulich mal gewünscht hast. Wir haben sie. Ja. Es ist mega. Ja, ich habe ja auch ein Einhorn, das sieht man jetzt nicht, aber ich habe... Irgendwo als Post, als so ein Leuchtding, ne? Ja, genau, das ist jetzt nicht im Bildausschnitt drin, aber genau. Ja. Einhorn muss auf jeden Fall. Sehr cool. Ach, vielen, vielen Dank. Und dann bis demnächst. Bis bald, Jase. Alles Gute. So, jetzt muss ich mal... Oh, wo ist er? Da ist er. Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.